Jetzt ist aber Weihnachten. Okay, also Weihnachtstag, plant euch gleich vormittags ein, früh aufstellen. Am besten noch vorm Zähneputzen, macht die sowieso nie. Ja, zieht ihr das Ding durch, weil nach der Ente, Gans oder was auch immer, ist das hier Schichte. Aber ihr so eine Fettklause dran habt beim Essen. Ja? Und zwar Ausfallschritte. Ganz einfache Nummer. Ihr macht es ja meistens zu Hause. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bei den Schichten geht raus, geht raus, geht raus, dann macht ihr so im Grunde genommen nach vorne die Ausfallschritte. Ja? Wenn ihr in der Wohnung seid, den Ausfallschritt im besten Fall immer nach hinten. Genau, schön aufsetzen, dass ihr seht, dass das Knie den Boden berührt und ihr mit dem Oberkörper immer schön aufrecht. Ja, so ist perfekt. Okay, und hier tastet euch langsam ein. Das heißt, wir starten gleich früh und nutzen sozusagen den ersten Satz als Erwärmung. Dann macht ihr 10 Stück. Dann macht ihr ein Minütchen Pause und dann macht ihr 20. Dann macht ihr ein Minütchen Pause, macht ihr 30. Dann macht ihr ein Minütchen Pause, dann macht ihr 40. Und so weiter. Dann tastet euch durch, bis ihr merkt, es ist nicht mehr lösbar. Und ich sag mal, so die Top-Leute, für die sind wahrscheinlich 100 kein Ding, die wirklich kontinuierlich durchzuziehen und dann eine Minute Pause machen. Von mir aus könnt ihr noch 2 Minuten Pause machen. Aber löst sie nicht schon nach den ersten 10 ab, okay? Und dann hast du euch richtig hoch. Also je mehr Runden ihr schafft, umso mehr Klöße dürft ihr essen, okay? Ja? Ansonsten Klöße gestrichen. Leute, zieht's durch und dann feiert ein besinnliches Fest mit euren Lieben. Und habt viele Geschenke. Nee, braucht ihr nicht. Wichtig ist, dass ihr alle da seid, dass ihr alle zusammen seid. Wichtig ist, dass ihr alle zusammenrückt, mental, also Gesundheit. Miteinander seid Gesundheit. Und eure Lieben respektiert und Liebe lernt. Kinders, frohes Fest, bis gleich. Sportfrei!